Im ersten Video des Jahres geht es um die Inflation, geht es um die Blase und es geht um die Alternativlosigkeit. Und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren, im Jahr 2022. Ich hoffe, Sie sind gut reingekommen. Ich möchte mich gleich am Anfang nochmal ganz herzlich bedanken für viele Zuschriften, viele Mails, viele Kommentare auf YouTube, die sehr nett waren, sehr freundlich waren. Ich lese das alles durch, freue mich wahnsinnig drüber und habe nicht alles beantwortet, sonst wäre mein Urlaub deutlich kürzer gewesen. Dementsprechend nochmal ganz herzlichen Dank. Ich hoffe, dass wir auch in 2022 einen guten und informativen Austausch haben, Denkräume öffnen, erklären, was die Welt im Innersten zusammenhält. Das wollen wir vielleicht auch in diesem Jahr versuchen und wir schauen uns mal an, wo wir derzeit stehen, wo wir herkommen, wo wir derzeit stehen und was eben in 2022 passieren könnte. Das will ich in diesem Video kurz mal thematisieren. Zunächst mal hat ein Fed-Notenbanker die Dinge schon sehr klar auf den Punkt gebracht, und zwar vor einigen Jahren. Das ist Thomas Hennig, der Kansas City-Chef der Fed, der praktisch im Amt war zwischen 1991 und 2011, also 20 Jahre, ziemlich lange Zeit, der da schon klar gesagt hat, was auf uns zukommen wird und genau davor gewarnt hat. Er hat gesagt, die Fed wird es sozusagen praktisch sich rein manövrieren in eine Situation, wo sie nur durch weiteres Gelddrucken überhaupt das aufrechterhalten kann, was sie selbst geschaffen hat, nämlich gefährliche Asset Bubbles. Damit wird sie die Ungleichheit verstärken und wird damit sozusagen in einer Situation sein, in der sie gar nicht mehr anders kann, als immer weiterzumachen. Wenn sie damit aufhört, dann würde sie diese Blase, die sie selbst geschaffen hatte, destabilisieren. Und genau das, was Thomas Hennig praktisch hier prognostiziert hat und wovor er gewarnt hat, das ist jetzt eingetreten. Und wir wollen uns mal den Zustand jetzt anschauen, dieser unschönen Folgen, die wir jetzt sehen mit dieser Rettungspolitik der Notenbanken, die vielleicht notwendig war, die aber eben nicht for free ist, die Konsequenzen hatte. Jetzt sehen wir anhand der Inflation diese Konsequenzen. Das konnte man lange Zeit, dieses Gelddrucken konnte man lange Zeit einfach so machen, aber dann sprang die Nachfrage an im Gefolge der Corona-Krise oder des vermeintlichen Endes der Corona-Krise, des Reopenings der Wirtschaft. Zu wenig Angebot, zu viel Nachfrage. Zu viel Geld im Markt durch Notenbanken, durch Stimulus, durch Helikoptergeld, und jetzt haben wir diese Konstellation, in der die Notenbanken dann vielleicht gar nicht anders können, als mal richtig auf die Bremse zu treten. Natürlich werden sie nicht so stark auf die Bremse treten, so vermuten viele, wie sie eigentlich müssten, aber ein bisschen werden sie auf die Bremse treten und das könnte gefährlich werden. Pardon, meine Damen und Herren. Noch ein bisschen erkältet, aber wir wollen uns mal hier Kevin C. Smith zuwenden, der von Crescent Capital hier folgenden Punkt gemacht hat: Die Investoren stehen vor einer ganz schwierigen Aufgabe. Sie dürfen sich nicht in diese Blase reinziehen lassen, die eigentlich reif ist zu explodieren, und sie haben die Aufgabe, praktisch die strukturell steigende Inflation outzuperformen. Also sie kämpfen gegen diese Inflation an, mit der sie es hier zu tun haben. Zu viel Liquidität hat hier praktisch dazu geführt, dass wir jetzt eben diese Inflation haben. Die Notenbanken müssen jetzt diese Inflation bekämpfen und damit wahrscheinlich den wirtschaftlichen Abschwung gleichzeitig auch damit auslösen. Und genau das ist das Dilemma. Die Investoren können gar nicht anders, als mitzumachen in dieser Asset Bubble, die immer größer wird. Ich werde gleich ein paar Grafiken zeigen, die das bestätigen. Bleibt keine Alternative. Ich muss, wenn ich professioneller Verwalter von Geldern bin, irgendwie meine Renditen herbekommen. Also muss ich mitschwimmen, muss ich das tun, was fast alle anderen tun. Und was alle anderen tun, das wollen wir uns hier mal anschauen. Zunächst mal die realen Renditen. Das ist genau das Ding, was die Notenbanken jetzt praktisch verursacht haben. Es gibt abzüglich Inflation praktisch keine positiven Renditen mehr. Es gibt also keine Flucht aus der Inflation, was dann die Investoren eben weiter in diese Assets treibt, sodass die Blase immer größer wird. Wenn wir uns mal die Hierarchie dieser Blase anschauen, dann sehen wir, am schlechtesten ist aufgestellt, wer etwa eine 10-jährige US-Staatsanleihe kauft. Am zweitschlechtesten ist in Sachen Realrenditen jemand aufgestellt, der zum Beispiel Unternehmensanleihen kauft, Corporate Bond Yields, Investment Grade. Dann sehen wir die Aktienmärkte, Real US Earnings Yield, also praktisch die inzwischen auch deutlich negative
Gewinnrendite von US-Aktien. Das heißt, die Inflation frisst diese Gewinne eigentlich auf und wir sehen am wenigsten negativ, aber auch negativ die sogenannten High-Yield-Bond-Yields, also praktisch Junk, das was wirklich besonders gefährlich ist und damit noch irgendwie ein bisschen Rendite abwirft, die aber auch schon negativ ist, minus Inflation. Also wir sehen das Dilemma der Investoren, diese Alternativlosigkeit, die praktisch das ganze System erfasst hat. Wenn wir uns jetzt mal anschauen, die Bilanzsumme, die globale Bilanzsumme der wichtigsten Notenbanken und den S&P 500, dann sehen wir, dass der S&P 500, also der Leitindex der Welt, untere Grafik hier, dennoch die Bilanzsumme der Notenbanken jetzt übertroffen hat, also ein bisschen vorausläuft. Das ist vielleicht eine Entwicklung, die interessant wäre zu beobachten, zumal die Fed zwar jetzt noch bis Ende März ihre Bilanzsumme vergrößert, dann aber wohl nicht mehr und möglicherweise dann beginnt zu verkleinern. Wir sehen oben in dieser Grafik, dass es eine praktisch konträre Entwicklung gibt zwischen der Wirtschaft und den Aktienmärkten. Hier oben sehen wir die Aktienmärkte in grün, not the economy, nicht die Wirtschaft, und unten sehen wir den Economic Macro Surprise Index, also praktisch wie die Wirtschaftsdaten reinkommen, besser oder schlechter als erwartet. Wir sehen, das wurde immer schlechter, dann eine Erholung, die jetzt so ein bisschen ins Stocken geraten ist. Also wir sehen, dass es da schon eine gewisse Diskrepanz gibt zwischen den Aktienmärkten und den reinkommenden Wirtschaftsdaten. Was hat das alles geschaffen, was die Notenbanken, vor allem die Notenbanken, da gemacht haben? Wir sind so teuer, was Price-to-Sales-Ratio betrifft, wie noch nie im S&P 500. Also Marktkapitalisierung in Relation zu den Umsätzen der Unternehmen. Das heißt, jeder Dollar, der an Umsatz generiert wird von einem solchen Unternehmen, der ist offenkundig den Investoren immer mehr wert, weil sie eben keine Alternative haben, weil sie durch diese negativen Realrenditen gezwungen sind, irgendwo reinzugehen, wo man vielleicht diesem Dilemma entkommen kann. Und der bevorzugte Hafen waren eben diese Top 10 Stocks in den USA, meistens eben Tech-Aktien, und wir sehen, die sind natürlich auch jetzt schon extrem hoch bewertet, aber man sagt sich, okay, wo soll ich sonst hin? Was kann ich sonst tun? Und wir sehen, das sind eben auch diese 10 Werte in den USA, die am meisten Buybacks betrieben haben, also ihre eigenen Aktien zurückgekauft haben, damit das Angebot weiter verknappt haben an Aktien, sodass die Jagd der Investoren auf immer weniger Aktien immer krasser wurde, weil diese Investoren gezwungen sind, durch die Notenbanken auf die Jagd zu gehen. Und dann findet man eben diese Unternehmen, die dann am besten performt haben. Über ein Drittel etwa aller Buybacks kommt von diesen 10 Unternehmen in den USA. Wir sehen also eine immer stärkere Konzentration, eine immer stärkere Fokussierung auf ganz wenige Bereiche der Märkte, wo eben praktisch noch Wachstumserwartungen sind, wo man noch Hoffnung hatte, dass man hier gegen die Inflation kämpfen kann, gegen die finanzielle Repression kämpfen kann, durch die Fed etwa und die anderen Notenbanken. Und damit entstehen natürlich Klumpenrisiken, weil alle in diesem Feld letztendlich sich tummeln und hoffen, dass es schon gut gehen wird. Morgan Stanley sagt, das könnte nicht gut gehen. Also hier wieder die gewohnten Pessimisten, meine Damen und Herren, die Sie natürlich nicht ernst nehmen sollten. Hier sagt man also, wir sehen zwischen Januar und August 2022 ein Risiko, dass die Regierung, dass der Gesetzgeber in den USA eben gegen diese Dominanz der Tech-Konzerne vorgehen wird, die etwa 10 Billionen auf die Waage bringen an Marktkapitalisierung. Aber jetzt sehen wir ja die Zwischenwahlen, die Midterm Elections in diesem Jahr, und die Biden-Administration wird nervöser werden, denn ihre Fälle scheinen davon zu schwimmen. Nicht mal Build Back Better ist jetzt umgesetzt worden, also dieses Infrastrukturprogramm. Wir sehen auf der anderen Seite, dass jetzt vor allem neue Hoffnungsträger gekommen sind an den Markt im Jahr 2021. Hier zum Beispiel Startups, die mehr als eine Milliarde Bewertung haben. Wir haben jetzt fast 330 dieser Unicorns, also dieser Startups, die meistens noch kein Geld verdienen, aber hohe Bewertungen haben. Wir sehen, das Ganze hat sich mehr als verdreifacht im Vergleich zum Vorjahr 2020. Also auch hier sehen wir,
wie die Dinge eben durch die Liquidität der Notenbanken in die Höhe schießen. Wir sehen hier die Marktkapitalisierung von Firmen, die Geld verlieren, über 6 Billionen, also auch hier praktisch ein senkrechter Chart nach oben. Wir sehen auf der anderen Seite, dass die Firmen im Jahr 2021 über 12 Billionen an Geldern aufgenommen haben, entweder durch Kredite selbst oder indem man eigene Aktien verkauft hat, praktisch Stock Sales, also Kapitalerhöhungen gemacht hat, oder indem man eben Unternehmensanleihen auf den Markt gebracht hat. Auch das ist ein absoluter neuer Rekord. Noch nie gesehen so etwas, und wir sehen, dass der S&P 500 davon natürlich hat profitieren können, der Leitindex mit 27% jetzt im Plus gewesen im Jahr 2021. Das dritte Jahr mit zweistelligen Gewinnen, das hat es noch nicht gegeben seit dem Jahr 1999. Also wir sehen, diese Rallye ist weitergegangen, allerdings eben getrieben durch die wenigen Unternehmen. Die meisten Unternehmen sind deutlich schlechter gelaufen, oder die Aktien dieser Unternehmen. Es sind die wenigen, die das Ganze hier nach oben gebracht haben. Wenn wir uns das international mal anschauen, der DAX 16%, also deutlich weniger. Nur der spanische IBEX und der Nikkei, die waren schlechter. Der S&P 500 hätte sogar in Euro 41% gewonnen. Euro hat ja abgewertet zum Dollar in 2021. Also 27% in Dollar, 41% in Euro hatte der gute S&P 500 hier gut machen können. Wenn wir uns mal die Sektoren anschauen, dann bekommen wir Informationen, was da gut gelaufen ist. Am besten ist Energie gelaufen. Sehr gut sind auch Technologie gelaufen, 34%. Finanzsektor sehr gut gelaufen, 32%. Aber wir sehen das erste Mal, seit diese Daten erhoben werden, seit dem Jahr 2001, sind alle Sektoren zweistellig im Plus. Also wir sehen, dass es keinen Sektor gibt, der weniger als 10% gewonnen hätte. Und wie schaut es aus mit den Playern am Markt? Wie haben die abgeschnitten? Vor allem diese sogenannten Mutual Funds, also praktisch die normalen Fonds, die hier am Start sind. Nur 20% bzw. 15% dieser Fonds haben ihre Benchmark geschlagen, sind also besser gelaufen als der S&P 500. Das bedeutet, die allermeisten sind nicht besser, sondern schlechter gelaufen, was wiederum bedeutet, dass man mit einem normalen ETF, wenn man jetzt long gehen will, eben darauf hätte wetten können, dass die Märkte weiter steigen, und man wäre besser gefahren als eben diese Mutual Funds, als diese Fonds, weil die eben teilweise noch diversifizieren und sagen, okay, wir gucken wirklich verschiedene Aktien uns an, aber da die meisten Aktien nicht gut gelaufen sind und nur die wenigen gut gelaufen sind, die großen, hat sich das nicht wirklich gelohnt. Wann sollte man investieren? Gucken wir mal zurück auf das Jahr 2021. Montag war ganz gut, Dienstag war nicht so gut, Mittwoch auch nicht so gut. Am besten war der Donnerstag mit einem durchschnittlichen Gewinn von 0,2%, während der Freitag dann der zweitbeste Tag war. Naja, die Amerikaner haben ja Statistiken für alles, auch für Optionen. Dieser Optionshandel wird ja immer bedeutsamer, immer wichtiger in den USA. Und wir sehen hier mit Abstand Nummer 1 Tesla vor Amazon, dann erst der S&P 500 ETF. Das heißt, wir haben etwa das locker, fast das Dreifache, gut das doppelte Optionsvolumen in einer einzelnen Aktie wie Tesla als für den Index S&P 500. Das muss man sich mal vorstellen. Dann kommt der Triple Q, Nasdaq ETF, Apple, Nvidia, GameStop, Facebook, Microsoft, AMC, also teilweise diese Dickfische, diese Top 10 Unternehmen, und dann eben auch diese Meme Stocks wie eben AMC. Aber diese ganze IPO-Geschichte, die ist nicht gut gelaufen. Wir haben auch ein neues Rekordjahr an IPOs gesehen, also an neuen Börsengängen. Aber inzwischen nur noch 34% dieser IPOs handeln über ihrem Emissionskurs, also da, wo sie an die Börse gekommen sind. Das ist ein Wert, der schon ziemlich erschreckend ist. Und wir sehen, dass nun immer mehr derjenigen, die wirklich viel Geld auf der Kante haben und dick investiert sind, sich sagen, ich werde ein bisschen vorsichtiger, ich versuche ein bisschen mehr zu streuen, ein bisschen mehr die Risiken zu minimieren, Klumpenrisiken zu minimieren, wie hier eine Umfrage zu Ende des Jahres von CNBC gezeigt hat. Da geht keiner wirklich raus aus dem Markt, also es ist nicht so, dass sie dann panisch davonrennen, aber man versucht so die Gewichtung ein bisschen zu reduzieren, ein bisschen die Chips breiter zu streuen. Das genau ist der Punkt. Man sagt hier, ich kann nicht mehr Risiko jetzt eingehen, aber ich will eben auch nicht raus aus dem Markt. Vielleicht könnte man das Ganze so zusammenfassen. Wir haben jetzt ja das neue Jahr. Wir hatten
Dann wie immer eigentlich diese Santa Claus Rally gesehen, am letzten Handelstag dann eine kleine Gewinnmitnahme. Wir sehen hier, dass es normalerweise dann in den ersten 5 Tagen des neuen Jahres, 5 Handelstagen, dann nochmal nach oben geht. Viele Investoren, viele Fonds, viele ETFs müssen dann die neu eingenommenen Kundengelder eben an den Markt bringen. Wir sehen heute auch positive Futures zunächst mal, dünner Handel, Japan geschlossen, UK geschlossen. Dadurch wird Liquidität fehlen. Wir sehen, dass hier zum Beispiel Lance Roberts sagt, okay, in diesem positiven Trend, saisonalen Trend, der jetzt normal in den ersten 5 Tagen des Jahres der Fall ist, nehmen wir ein bisschen Gewinne mit. Da hat man eben versucht, diese Santa Claus Rally zu spielen. Letztes Jahr oder im Jahr 2020 war es so, dass diese Santa Claus Rally, also die letzten 5 Handelstage des Jahres, 1% Gewinn gebracht haben. Dann ging es im Januar insgesamt um 1,1% nach unten. Wir sehen, dieser Januar ist ziemlich gemixt. Das ist schwer zu sagen, wo die ganze Geschichte dahin läuft. Übergeordnet könnte es sein, dass wir eben jetzt schon eine andere Situation langsam bekommen. Die Märkte haben noch ein bisschen ausgeblendet, diese hawkische Wende der Fed. Das wird jetzt dann im neuen Jahr perspektivisch anders werden. Wir sehen möglicherweise Risiken eben bei diesen Tech-Werten. Wir haben schon bei den unprofitablen Tech-Werten gesehen, wie stark es nach unten ging. Wir haben gesehen, dass vor allem chinesische Tech-Werte gefallen sind. Die sind teilweise so ausgebombt, dass vielleicht das Ganze wieder interessant werden kann. Zumal die chinesischen Machthaber jetzt ein bisschen umsteuern und wieder Stimulus machen. Also eher sozusagen wieder aufs Gaspedal treten, anders als die Fed. Das könnte bedeuten, dass wir einen Wechsel hin zu Value insgesamt bekommen, ein bisschen raus aus Tech. Tech ist schlechtweg ja der große Gewinner. Aber ob das so bleiben wird, das sei mal dahingestellt. Ob die Bullenmärkte so lange bleiben, da bleiben oder lange intakte bleiben, wie es in den letzten Jahren der Fall war, das sehen Sie in dem Artikel. Die Wahrscheinlichkeit eines Bärenmarktes steigt exponentiell. Darin ein Video, das einen sehr, sehr guten historischen Kontext zeigt, wo wir stehen, wie die Lage derzeit ist, wie viel Raum wir noch möglicherweise nach oben haben, bevor die Dinge dann richtig schwierig werden, werde ich unter dem Video verlinken und wünsche jetzt erstmal einen guten Start in die erste Handelswoche des neuen Jahres. Schauen Sie sich das Ganze mal an, hier mit diesem Bärenmarkt, dessen Wahrscheinlichkeit exponentiell steigt, aber vielleicht hat der Bullenmarkt noch nicht fertig. Ich sage Servus und Ciao.